Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, liebe Kolleginnen und Kollegen, teile ich Ihnen gerne mit, dass sich alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen zwischenzeitlich darauf verständigt haben, die Tagesordnungspunkte 6 und 7 zu tauschen. Da ich keinen Widerspruch sehe, verfahren wir auch so. Und ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 6 neu auf, vormals Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 12.841, immer noch viele Missstände in der nordrhein-westfälischen Flüchtlingsaufnahme. Die Landesregierung muss endlich für Gewaltschutz, Transparenz und Kontrolle sorgen. Ich eröffne die Aussprache, und für die antragstellende Fraktion hat Frau Kollegin Brandt jetzt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer! Heute Morgen haben wir uns mit Ihrem Integrationsplan beschäftigt und warum der ungenügend ist. Nicht nur ich, sondern auch die Experten in der entsprechenden Anhörung haben deutlich gemacht, dass Gesundheit und Integration eng miteinander verbunden sind. Nur wer in Sicherheit lebt, Privatsphäre genießt und mit der jedem Menschen zustehenden Würde behandelt wird, kann sich in eine Gesellschaft integrieren. Dass das nur bedingt funktioniert, haben wir bereits 2014 erfahren dürfen, als Burbach das erste Mal mit dem Misshandlungsskandal durch die Medien ging. Damals schworen Sie, Minister Jäger, Stein und Bein, Sie und die gesamte Landesregierung würden alles tun, damit es nicht mehr zu solchen unsäglichen Vorkommnissen kommen kann. Das Ergebnis war ein 8-Punkte-Plan mit schicker Taskforce und tollen Worten. Vor einigen Monaten wurden wir Piraten informiert, nicht durch die Landesregierung, versteht sich, dass es zu weiteren Misshandlungen gekommen sei. Und ausgerechnet in Burbach, wo sich doch der Innenminister persönlich kümmern wollte, dass alles gut wird. Daraufhin haben wir Kontakt gesucht mit dem Innenministerium, Bezirksregierung und Staatsanwaltschaften. Wir haben Anfragen gestellt und mit Betroffenen gesprochen. Aber wo wir erwartet haben, die zuständigen Behörden würden aktiv werden, wurde gebremst, abgewiegelt, Fehlinformationen verbreitet und Druck ausgeübt. Öffentlich wurden die Zwischenfälle in Burbach und Olpe dann aber nicht durch die Behörden, sondern durch Blogger und Journalisten. In den Sicherheitsdiensten arbeiten Rechtsradikale, Geflüchtete berichten von Einschüchterungen, sexuellen Belästigungen und einem Klima der Angst. Mitarbeiter, die aussagen, werden von den Behörden unter Druck gesetzt und diffamiert. Aber es gibt ja die tolle Taskforce, die kümmert sich. Und ich zitiere mal einen fachkundigen Informanten: Wenn die Taskforce in eine Unterkunft kommt, dann ist das so, als würde man einen Bäcker schicken, um ein Auto zu reparieren. Nichts ist passiert. Gar nichts. Der Innenminister und sein 8-Punkte-Plan sind gescheitert. Mitarbeiter bei Sicherheitsdiensten sollten verfassungsrechtlich überprüft werden. Aber der Verfassungsschutz und auch der Arbeitgeber ist nicht einmal in der Lage, Namen bei Google einzugeben. In der Sitzung des Innenausschusses letzte Woche kamen Sie jetzt damit, wir Piraten würden Online-Überwachung fordern. Wenn Sie nicht den Unterschied zwischen Überwachung und Ermittlung kennen, dann tut es mir wirklich leid. Bisher konnten wir ja immer noch lachen, wenn Sie im Umgang mit dem Netz als unfähig waren. Aber Ihre Unfähigkeit, die gefährdet jetzt Menschen. Zur Schande von Burbach kommt also die Schande von Bad Berleburg, die Schande von Essen, die Schande von Olpe und wieder die Schande von Burbach. Die Antworten, die ich auf meine Anfragen der letzten Monate bekommen habe, sind erschreckend und skandalös. Kein Bewohner der Einrichtungen bekommt den Schutz, den er oder sie verdient. Es müssen sinnvolle Mechanismen etabliert werden, um solche Zustände zu verhindern. Wir haben sie in unserem Antrag einfach mal alle für Sie aufgeschrieben. Und ganz egal, was letztlich von der Vielzahl der Anschuldigungen sich bewahrheitet, das ist ganz egal. Die Forderungen in unserem Antrag sind absolute Selbstverständlichkeiten und keine schicken Obendrauf-Extras. Und ja, natürlich gibt es auch häusliche und sexuelle Gewalt außerhalb der Unterkünfte.
Aber da sitzen auch keine Ihrer Mitarbeiter mit am Küchentisch und sind direkt für die Sicherheit verantwortlich. Handeln Sie jetzt. Jetzt machen Sie Ihren Job. Und wenn Sie das nicht können, Minister Jäger, machen Sie Platz für jemanden, der das kann, und legen Sie Ihren Posten nieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Heinrichs. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Brandt, es wird Sie nicht verwundern, dass wir dem Antrag der Piraten nicht zustimmen werden. Ich will Ihnen das auch erklären, warum. Bei einigen der beantragten Punkte haben wir erstens mal rechtliche Bedenken. Andere sind längst bearbeitet worden und andere werden gerade im Moment umgesetzt. Lassen Sie mich das weiter kurz erläutern. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass es immer noch Missstände in der nordrhein-westfälischen Flüchtlingsaufnahme geben würde. Sie haben das ja gerade erläutert. Und verweisen insbesondere auf die Einrichtungen in Burbach, Olpe und haben auch eben noch Bad Berleburg dabei gehabt und andere. Angebliche Vorkommnisse in diesen beiden Unterkünften oder in diesen drei jetzt, die noch keinesfalls erwiesen, als erwiesen betrachtet werden können, auch wenn Sie eben gesagt haben, das ist Ihnen egal, ob die erwiesen sind oder nicht. Wir haben das zum Anlass genommen, neue Sicherheits- und Gewaltschutzkonzepte zu fordern, und Sie werfen der Landesregierung Nachlässigkeit vor. Im Mittelpunkt steht unter anderem ein Vorwurf in Burbach, es sei zum sexuellen Missbrauch einer besonders schutzbedürftigen Frau gekommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich deutlich sagen, in den Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen wird weder Gewalt oder Missbrauch noch Verfolgung oder Unterdrückung geduldet. Es stehen, das gilt sowohl für Burbach als auch für Olpe, schwerwiegende Vorwürfe im Raum. Es ist nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft und Polizei, diese Sachverhalte restlos aufzuklären und gegebenenfalls Anklage zu erheben. Diese Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, ihre Ergebnisse bleiben aber abzuwarten. Ob sich der besonders schwerwiegende Vorwurf, Frau Brandt, des sexuellen Missbrauchs in der Burbacher Einrichtung bestätigen wird, ist aus heutiger Sicht noch vollkommen offen. So berichten die Siegener Zeitung und der WDR, die Auswertung von Protokollen, Wachbüchern, Mitarbeiterbefragungen und Bewegungsprofilen habe ergeben, dass sich das Opfer zur angeblichen Tatzeit gar nicht in der Flüchtlingsunterkunft Burbach befunden habe. Schon daran wird deutlich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht wäre, Schuldzuweisungen vorzunehmen und in Aktionismus zu verfallen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wohne selbst in Burbach. Nach der überaus schwierigen Situation im Herbst 2014, nachdem die skandalösen Misshandlungen einiger Bewohner durch Angehörige des damaligen Sicherheitsunternehmens bekannt geworden waren, hat sich die Situation in der Burbacher Einrichtung positiv entwickelt. Daran haben vor allem die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiter, aber auch viele ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und Helfer, die ich zum Teil persönlich kenne, maßgeblichen Anteil. So titelten am 20. August diesen Jahres die lokalen Ausgaben von Westfälischer Rundschau und Westfalenpost, ich zitiere, die neue Aufregung über Burbach erreicht das Innenleben der Einrichtung nicht. Und das ist auch gut so. Der Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe spricht dort von einer seltenen Harmonie zwischen Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Der Kontakt zu den Flüchtlingen sei eng, deren Zutrauen zu den Helfern groß. Und jetzt kommt's, Frau Brandt. Kürzlich haben Bewohnerinnen und Bewohner sogar für den Erhalt der EAE Burbach demonstriert. Auch das ist ein Beleg, dass sich die Menschen in dieser Einrichtung gut aufgehoben fühlen. Damit wir uns nicht missverstehen, hier soll nichts bagatellisiert werden oder weggeredet werden. Aber das bisher Erreichte kann sich durchaus sehen lassen. Die Burbacher Ereignisse des Jahres 2014 waren Auslöser für grundlegende Anhebungen der für alle Landeseinrichtungen maßgebenden Sicherheits- und Qualitätsstandards. Diesen neuen Standard haben sich gut bewährt. Erstens, Sie haben die Taskforce eben angesprochen. Ich finde, diese unangemeldeten Kontrollen, mit denen die Einrichtungen jederzeit rechnen müssen, sind ein sehr wirksames Instrument, um die Qualität der Betreuungseinrichtungen der Sicherheitsdienste zu überprüfen.
Zweitens, besonders schutzbedürftige Menschen wie alleinreisende Frauen, Kinder, LSBTTI-Personen werden, wo immer möglich, in eigenen Bereichen, Gebäudeteilen und besonderen Einrichtungen nur für diese Personen untergebracht. Drittens, darüber hinaus wurde ein dreistufiges Beschwerdemanagement bestehend aus dezentralen Beschwerdestellen, der überregionalen Koordinierungsstelle beim Flüchtlingsrat NRW und dem runden Tisch beim Staatssekretär des MIG eingeführt. Flüchtlinge können sich an diese Beschwerdestellen wenden, die von jeweiligen Betreibern der Einrichtung unabhängig sind. Und der letzte Punkt, nicht zuletzt ist ein Gewaltschutzkonzept des Landes unter breiter gesellschaftlicher Beteiligung erarbeitet worden, unter anderem von Frauen- und Flüchtlingsorganisationen sowie von Kindern- und Jugendhilfeverbänden. Es befindet sich derzeit in der Endabstimmung. Mein Fazit: Die Erstaufnahme und die Sicherheit von Flüchtlingen befinden sich in Nordrhein-Westfalen auf einem guten Weg und im Ländervergleich auf einer Spitzenposition. Kollege. Lassen Sie uns diesen Weg fortsetzen. Dazu bedarf es diesen Antrag der Piraten nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinrichs. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Kuba. Genau. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die dramatischen Vorfälle von Burbach im Herbst 2017 waren ein ganz massiver Einschnitt bei der Flüchtlingsunterbringung hier bei uns in NRW. Und das mediale Echo, was dann folgte, plus die ganz markante Kritik, die dann folgte, haben letztlich dazu geführt, dass der Innenminister sich mit dem Thema der Flüchtlingsunterbringung erstmals so richtig intensiv beschäftigte, was er vorher eher vernachlässigt hat. In der Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle von Burbach gelobte der Innenminister auch Besserung. Und neben einer obligatorischen, lückenlosen Aufklärung wurde auch ein Paradigmenwechsel angekündigt. Und dieser Paradigmenwechsel in der Flüchtlingsunterbringung wurde seitens des Innenministers immer wieder thematisiert und beschworen. Auf dem Flüchtlingsgipfel, an dem wir teilnahmen, wurde das auch immer wieder versprochen. Es gab ein Eckpunktepapier mit den NGOs im Dezember letzten Jahres. Es gab nochmal neue Handlungsempfehlungen im Mai diesen Jahres. Das heißt, angekündigt wurde sehr viel, einiges vielleicht auch sogar umgesetzt. Aber angesichts der aktuellen Umstände und Vorwürfe bleibt festzuhalten, dass Sie, Herr Minister, in der Umsetzung dieses Paradigmenwechsels nicht weit gekommen sind. Die aktuellen Vorwürfe in diesen Landeseinrichtungen wiegen schwer, auch aus unserer Sicht. Einerseits die Vorwürfe in Burbach, andererseits die Vorwürfe in Olpe. Aber, meine Damen und Herren, all diese Vorwürfe und Ungereimtheiten in einer Landeserstaufnahme dürfen nicht hingenommen werden. Es kann nicht sein, dass wir das dulden, dass wir zugucken. Und egal, wie schwierig die Situation im vergangenen Jahr in der Flüchtlingserstaufnahme und Unterbringung gewesen ist, eine Entschuldigung für derartiges Verhalten kann es nicht geben. So etwas können wir hier nicht tolerieren. Und es helfen auch nicht immer wieder neue Vorgaben in schriftlicher Form, neue Eckpunkte, neue Handlungsempfehlungen. Wir brauchen adäquates Handeln. Wir brauchen entsprechende richtige Personalauswahl. Wir brauchen eine gute Aufsicht und jemanden, der die Aufgabe auch in der Prüfung und Überprüfung dann ernst nimmt. Das heißt, um solche Situationen künftig auszuschließen, helfen einerseits Anträge wie diese heute weiter. Allerdings, auf der anderen Seite muss ich sagen, gehen Ihre Formulierungen bei den Piraten auch über das hinaus, was zweckmäßig ist. Von daher werden wir uns bei diesem Antrag enthalten und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Cooper. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin, Missstände gibt es. Die redet hier im Parlament ja auch niemand weg. Selbstverständlich ist in einer Erstaufnahmeeinrichtung, wo Menschen gerade im letzten Jahr, haben wir es ja erlebt, sehr eng untergebracht sind, das sind Menschen auf der Flucht, oftmals auch traumatisiert, unter großem Stress stehen. Natürlich gibt es, haben Sie auch aufgeführt, häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch,
Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe im Sicherheitsdienst. Das hat hier im Haus noch nie irgendjemand bestritten. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um und was wurde auch nach diesen schrecklichen Vorfällen in Burbach gemacht und wie wirkt das? Und in der Tat ist es so, dass ja, ein System aufgebaut wurde für mehr Kontrollen, für mehr Schutz. Das ignorieren Sie ja komplett in Ihrem Antrag. Was haben wir denn da auf der Habenseite? Wir haben Qualitätsstandards, die mit Kontrollen immer wieder überprüft werden vor Ort. Und sie sind festgelegt. Wir haben eine Überprüfung des Sicherheitspersonals. Alle Mitarbeiter bei den Sicherheitsdiensten bekommen eine Sicherheitsüberprüfung. Natürlich hat der Verfassungsschutz, aber das würden Sie ja jetzt hier auch nicht wohl wirklich fordern, hier von jedem Menschen in diesem Land ein umfassendes Profil aufgezeichnet, sondern auch der Verfassungsschutz kann ja da auch nur Treffer melden, wenn das tatsächliche auffällige Personen sind. Wir haben ein Beschwerdemanagement aufgebaut, ein dreistufiges Beschwerdemanagement. Jeder Flüchtling in einer Einrichtung hat eine Tür in einer Erstaufnahme, wo er sich beschweren kann, wo Missstände angezeigt werden können von einer unabhängigen Beratungsstelle, die wiederum in einer regionalen Beratungsstelle beim Flüchtlingsrat unabhängig zusammenlaufen und dort wiederum kanalisiert werden und ins Innenministerium transportiert werden. Also mehr Organisation von unten, wo was passiert, bis nach oben, wo man dann auch kontrollieren kann, gibt es nicht. Wir haben Gewaltschutzkonzept. Wir haben ein Gewaltschutzkonzept, das in Arbeit ist, wird der Minister sicher was zu sagen, wo auch die NGOs mit einbezogen sind, wie man noch stärker in den Einrichtungen hier Schutz bieten kann. Wir haben bauliche Maßnahmen getroffen. Alle neuen Einrichtungen, alle Umbauten werden so mitgedacht, dass man für besonders schutzbedürftige Menschen auch besondere Schutzräume schafft. Also das lässt sich auch noch weiter fortsetzen. Also da ein Zerrbild aufzubauen, dass nichts getan wurde, ist schlicht absurd und Ihre Kritik ist maßlos, was nicht damit zu tun hat, dass wir hier Missstände irgendwie verharmlosen wollen. Und jetzt zu Ihren Tatsachenfeststellungen. Sie kommen auf die Einrichtung in Olpe mit einer Tatsachenfeststellung zu sprechen, die so nicht geht. Sie sagen hier im ersten Absatz, ich zitiere, später ergaben weitere Recherchen, dass es in der ehemaligen Notunterkunft und heutigen zentralen Unterbringungseinrichtung in Olpe zu Abrechnungsbetrug, Ausbeutung der Arbeitskraft von Bewohnerinnen und Bewohnern und zu Unterdrückung von Anzeigen und Beschwerden kam. Das ist eine Tatsachenfeststellung. Ich wäre da mal ganz vorsichtig, hier von Verdachtsmomenten, die bestehen und denen natürlich nachgegangen werden muss, zu Feststellungen zu kommen. Denn worum geht es hier? Der Blog, auf den Sie sich berufen, bei den Ruhrbaronen, berichtet über ein Arbeitsgerichtsverfahren. Also eine Mitarbeiterin hat sich gegen ihre Kündigung gewehrt. Das ist ihr gutes Recht. Und in der Beweisaufnahme, es ging um einen Arbeitsgerichtsprozess, sagt diese Mitarbeiterin aus gegen ihren Arbeitgeber, ja, dass es dort auch ganz schlimme Zustände gibt. Mehr nicht. Das ist keine festgestellte Schuld von dem Einrichtungsleiter, sondern das sind Aussagen einer Frau, die gegen ihre Kündigung klagt, gegen den Einrichtungsleiter. Sie können hier doch nicht hingehen und so vorgehen und sagen, da machen wir mal eben eine Tatsachenfeststellung drauf. Sind Sie das Gericht, die das hier einfach mal aburteilt? Also wenn ich derjenige wäre, der hier so angegriffen würde, würde ich gegen Sie eine Unterlassungsklage anstellen. Das sage ich Ihnen. Wir können doch so hier nicht damit umgehen, wenn wir hier Probleme haben, dass die nur damit genutzt werden, dass am Ende das Innenministerium irgendwie einen Punkt zu machen ist, Herr Cooper, den suchen Sie ja auch immer wieder. Wenn es Ihnen hier wirklich um die Sache geht, dann setzen Sie sich hier mit den realen Strukturen auseinander, die wir aufgebaut haben. Da kann man immer drauf gucken, man kann immer alles besser machen. Wenn Missstände sind, müssen denen nachgegangen werden. Das geht auch zur Staatsanwaltschaft und dann geht das seinen Gang. Aber richten über diese Vorwürfe tun nicht Sie, Frau Brandt, sondern das tun immer noch die Gerichte in diesem Land. Und das ärgert mich an diesem Antrag in der Tat. Vielen Dank, Frau Kollegin Bücker. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Dr. Stamm. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben damals den Flüchtlingsgipfel gehabt nach den Vorfällen in Burbach, als der Minister stark in der Kritik stand. Wir haben uns viel vorgenommen, auf den Weg zu bringen. Es war dann sicherlich manches auch nicht ganz so einfach möglich in der Zeit, als es vor allem darum ging, dass wir gemeinsam mit den Kommunen versucht haben, Obdach zu verhindern. Aber die Zeiten haben sich verändert und wir haben deutlich geringere Flüchtlingszahlen. Und trotzdem haben wir Missstände, die von den Piraten ja hier auch richtig beschrieben worden sind. Und insofern sind Sie, Herr Minister, auch in der Verantwortung zu handeln. Und da muss das Land besser werden. Und insofern haben die Piraten
von der Richtung her recht. Das Problem ist aber, dass bei aller Leidenschaft, der ich der Kollegin Brandt auch nicht absprechen möchte, hier finde ich ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, dass hier ein Berichtswesen auf den Weg gebracht wird, was so überbürokratisiert ist, dass ich denke, dass das dann wiederum von den Kapazitäten, die wir einsetzen können, dann auch nicht hilfreich ist. In Gänze ist es einfach zu überbürokratisiert und deswegen werden wir als FDP-Fraktion nicht zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Stamm. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gewalt und Misshandlung, insbesondere sexualisierte Gewalt, sind verwerflich, werden durch Polizei und Justiz konsequent verfolgt, und zwar ganz unabhängig davon, wo dies geschieht, übrigens auch in Flüchtlingsunterkünften. Und trotzdem gibt es gute Gründe, diesen Piratenantrag abzulehnen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Nämlich zum Beispiel deshalb, weil er Forderungen enthält, die sowohl fachlich als auch rechtlich, diplomatisch formuliert, bedenklich sind und andere längst umgesetzt sind. Qualitätsstandards, Einhaltung der Qualitätsstandards und Überprüfung durch mobile Teams, die das regelmäßig kontrollieren, sind Standard. Polizei und Verfassungsschutz überprüfen das Sicherheitspersonal für seinen Einsatz auf Unbedenklichkeit. Die Landesregierung, diese Landesregierung, setzt sich in diesem Zusammenhang seit langem auf Bundesebene für eine Verschärfung der Anforderungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Wachdiensten in Flüchtlingsuntereinkünften ein. Der Bundesrat hat sich übrigens auf unsere Initiative hin dafür ausgesprochen, bei der Zuverlässigkeitsprüfung verpflichtend auch die Verfassungsschutzbehörden zu beteiligen. Darüber hinaus sollen die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, nachträglich bekannt gewordene relevante Informationen zur Beurteilung der Zuverlässigkeit auch unverzüglich an die zuständigen Behörden zu übermitteln. Verfassungsschutz und Polizei dürfen, Frau Brandt, dabei aber nur im Rahmen ihrer Befugnisse aktiv werden. Darauf will ich zum Schluss noch mal gleich kommen. Meine Damen und Herren, wir achten bei allen Standortplanungen schon jetzt auf Belange schutzbedürftiger Personen. Der präventive Schutz in den Landeseinrichtungen ist seit 2015 durch Qualitätsstandards, bauliche Maßnahmen, ortsangepasste Sicherheitskonzepte sowie Schulung aller Beteiligten vor Ort verstärkt worden. Schutzbedürftige Personen werden schon jetzt bei der Belegung besonders geschützt. So werden beispielsweise alleinreisende Frauen, Kinder und Menschen verschiedener sexueller und geschlechtlicher Identitäten grundsätzlich in eigenen Bereichen oder in eigenen Gebäudeteilen untergebracht. Darüber hinaus gibt es inzwischen mehrere besondere Einrichtungen für schutzbedürftige Personen und wir werden weitere errichten. Die Landesregierung duldet in den Landeseinrichtungen weder Gewalt noch Verfolgung noch Unterdrückung. Deshalb haben wir gemeinsam mit den NGOs aus Flüchtlingshilfe, Frauenhilfeinstitutionen, Kinder- und Jugendhilfe ein umfangreiches Gewaltschutzkonzept entwickelt, das in den letzten Zügen der Fertigstellung ist. Damit werden übrigens verbindliche Standards für Landeseinrichtungen vorgeschrieben. Das Konzept soll auch den Kommunen als Modell vorgeschlagen werden. Meine Damen und Herren, was die Forderung nach einer Dokumentation von Beschwerden betrifft, ist das bereits gelebte Praxis. Schon heute werden Beschwerden, die Flüchtlinge gegenüber einer dezentralen Beschwerdestelle vorbringen, von dieser dokumentiert. Frau Düke hat dies bereits erwähnt. Beschwerden grundsätzlicher Art werden stets der überregionalen Koordinierungsstelle gemeldet. Alle Einrichtungen, alle Beschwerdestellen sind sensibilisiert, wenn es einen Anhaltspunkt auf sexuellen Missbrauch gibt. Die Sicherung, meine Damen und Herren, die Sicherung der Erhebung solcher Beweise obliegt aber ausschließlich den Strafverfolgungsbehörden. Und wenn die Polizei Verdachtsfälle mitgeteilt bekommt, geht sie diesen Taten grundsätzlich nach. In Ihrem Antrag, Frau Brandt, erheben Sie drei Vorwürfe. Erstens die Verletzung des im Antrag erwähnten, auf die ich jetzt komme. Die Verletzung des im Antrag erwähnten Mädchens haben sich nach der Ermittlung als eine beim Spielen selbst beigebrachte Verletzung erwiesen. Zweitens, die Nichtanzeige eines Falles von schwerer körperlicher Misshandlung führte zu polizeilichen Ermittlungen bezüglich des Verdachts häuslicher Gewalt und des Verdachts der Strafvereitelung gegen den Leiter der Einrichtung. Frau Brandt, beide Ermittlungsverfahren wurden inzwischen von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Und drittens ist es nicht zutreffend, wie Sie behaupten, dass ausschließlich pauschalierte Abrechnungen mit den Einrichtungen zum Zuge kommen. Vielmehr
wird mit der Mehrzahl der Betreuungsverbände spitz abgerechnet. Zu guter Letzt, Frau Brandt, hat es in der Tat den Fall gegeben, dass bei einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf dem Facebook-Profil ganz offensichtlich rechtsradikales Material gepostet wurde. Lassen Sie mich dazu feststellen, was Aufgabe von Staatsschutz bei der Polizei und Verfassungsschutz ist. So wie wir die Sicherheitsüberprüfung vorgegeben haben, ist zu prüfen durch beide Institutionen, ob in der Vergangenheit im Informationsverbund des Verfassungsschutzes oder der Polizei Straftaten oder Auffälligkeiten dokumentiert worden sind. Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen hat allein bei 6.000 Menschen, die bei Sicherheitsunternehmen beschäftigt sind, eine solche Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Insgesamt führt der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen im Jahr 150.000 Sicherheitsüberprüfungen durch. Diese Menschen haben in der Regel nichts getan, außer dass sie bei einer Flughafengesellschaft beschäftigt werden wollen oder in einem Ministerium oder in einem Sicherheitsunternehmen. Was Sie jetzt dem Verfassungsschutz vorwerfen, wäre nichts anderes, als in 150.000 Fällen Menschen temporär und dauerhaft ihre politische Gesinnung bei Facebook zu überprüfen. Es ist eine bigotte Haltung von Ihnen und Ihrer Fraktion, einerseits der Verfassungsschutz insgesamt als eine Behörde, die Extremismus aufdecken soll, die Öffentlichkeit informieren soll, abzulehnen und andererseits Ihnen im Rahmen einer Schnüffelbehörde Zuständigkeiten zugestehen zu wollen, die in einem Rechtsstaat schlichtweg nichts zu suchen haben, Frau Brandt. Das ist eine bigotte Haltung. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Die Landesregierung hat ihre Redezeit um 50 Sekunden überschritten. 50? Ja, ein bisschen mehr, das hätte ich nicht gesagt. Und als nächstes hat sich gemeldet für die Fraktion der Piraten noch für einen kurzen Beitrag Frau Kollegin Brandt. Ja, danke nochmal, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich hatte schon in meinem mündlichen Beitrag gesagt, dass gesehen werden muss, was sich davon bewahrheitet. Ja, also ich habe nicht gesagt, dass es alles war. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft, das ist klar. Ich verstehe immer noch nicht, warum hier einerseits Frau Düker von einem umfassenden Profilerstellung des Verfassungsschutzes. Sie werfen uns vor, wir würden jetzt wollen, dass der Verfassungsschutz Leute ausschnüffelt. Ich habe davon geredet, was hier in Deutschland jeder Arbeitgeber macht, bevor er jemanden einstellt oder zum Vorstellungsgespräch einlädt. Der googelt kurz den Namen und der geht kurz auf das Facebook-Profil und guckt, was ist denn das für einer? Was sind da für Partyfotos drauf oder sind da eben vielleicht rechtsradikale Bilder drauf? Da geht es nicht um Schnüffeln vom Verfassungsschutz. Und noch eine Sache. Sie haben auf mehrere Antworten meiner kleinen Anfrage antworten lassen, Beschwerden werden nicht dokumentiert. Dann stimmt entweder das eine nicht oder das andere. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat die direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 12.841. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? Vielen Dank. Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der FDP, bei Zustimmung der Fraktion der Piraten und Enthaltung der CDU-Fraktion. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 an.